Stefan Thome von der FDP-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Minister, Sie haben in der Tat von einem großen Thema gesprochen, einer großen Debatte, die aber nach unserer Auffassung auch eine große Vision benötigt, ein konzeptionelles Zuendedenken des ganzen Themas. Und nachdem die Große Koalition 2 Jahre es nicht geschafft hat, ein Konzept zu entwickeln, wie wir Einwanderung endgültig und umfassend regeln wollen, fehlt mir der Glaube, dass Sie das in 6 Monaten schaffen. Deswegen stellen wir uns eine große Lösung vor, die neue Regelung der Zuwanderung von Menschen insgesamt. Der überwölbende Gedanke dieses Themas muss sein, eine Balance zu finden zwischen Möglichkeit und Menschlichkeit. Wir wollen eine rechtsstaatliche, nicht eine rechte, eine rechtsstaatliche Lösung, in der wir klare Regeln schaffen, ohne uns abzuschotten. All das muss man konzeptionell denken, konzeptionell zu Ende denken. Wir brauchen eine klare Unterscheidung zwischen dem Asylrecht, Menschen, die persönlich, individuell verfolgt werden in ihrer Heimat, Menschen, die auf der Flucht sind vor Krieg und Bürgerkrieg. Und wir brauchen eine Regelung für Menschen, die als Arbeitsmigranten zu uns kommen wollen, für begrenzte Zeit oder dauerhaft. Das müssen wir auch nicht fürchten. Wir müssen es aber klar ordnen und wir müssen es regeln. Heute befassen wir uns mit einem granularen Sonderthema, dem Familiennachzug zu Menschen, die subsidiären Schutz für vorübergehende Zeit bekommen haben bei uns. Dazu gibt es keine völkerrechtliche Verpflichtung. Das ist weder festgelegt in der Genfer Flüchtlingskonvention, noch in der EMRK, noch in der UN-Kinderrechtekonvention, noch in der Europäischen Familienzusammenführungsrichtlinie. Es ist etwas, was mit unserem Grundgesetz zu tun hat. Unser Grundgesetz geht weiter als völkerrechtliche Verpflichtungen. Und deswegen stehen wir auch zu dieser weitergehenden Verpflichtung, die das Grundgesetz uns auferlegt. So. Und jetzt wurde im Jahr 2016 vor dem Hintergrund des großen Zustroms in den Jahren 2015 und 2016 der Familiennachzug ausgesetzt. Und jetzt plötzlich nach 2 Jahren stellen Sie überraschend fest, dass eine Frist abläuft und Sie 2 Jahre lang nichts getan haben und jetzt schnell noch eine Regelung finden müssen, um etwas neu zu verhandeln. Nicht einmal verlässliche Zahlen sind zu bekommen, mit welchem Nachzug wir eigentlich zu rechnen haben. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung spricht von 50.000 bis 60.000. Die Regierung geht von 200.000 oder mehr aus. Wir haben keine Ahnung. Wir stochern mit der langen Stange im dichten Nebel. Und deswegen sind wir der Meinung, dass wir die begrenzten Möglichkeiten sehen müssen, dass wir deswegen in der Tat jetzt in der Notwendigkeit sind, kurz vor Torschluss, kurz vor Fristablauf, den Familiennachzug erneut einmal auszusetzen. Wir sind der Meinung, dass wir jetzt Zeit brauchen, um dieses große Thema, von dem Herr Minister Sie auch gesprochen haben, insgesamt und endgültig konzeptionell neu zu ordnen. Deswegen schlagen wir als Freie Demokraten vor, uns dafür auch Zeit zu lassen, dieses große Thema noch einmal für 2 Jahre den Nachzug auszusetzen. Aber das kann bedeuten, dass Familien bis zu 4 Jahre getrennt sind. Und deswegen ist für uns, aus unserer Sicht eine Korrektur dringend nötig, die dem Gebot der Menschlichkeit Rechnung trägt. Wir müssen Härtefälle aufgreifen und in Härtefällen den Familiennachzug möglich machen. Das ist eine Zahl von 1.000, die Sie vorschlagen, Herr Minister, völlig gegriffen, willkürlich. Wo kommt sie eigentlich her? 1.000 kann mal zu viel sein, es kann mal zu wenig sein, es kann mal mehr als 1.000 Härtefälle geben und es kann mal weniger geben. Das müssen wir ordnen und dann müssen wir das Thema der gut integrierten Selbstversorger auch angehen. Wie viele Menschen leben hier im Lande, die sich selbst versorgen, die gut integriert sind, Deutsch sprechen, straffrei geblieben sind, vielleicht die F-Jugend im Fußballverein ihres Dorfes trainieren. Das sind doch Menschen, und jetzt schimmert schon ein bisschen unser Konzept des Einwanderungsrechts durch, von denen wir sagen würden, warum sollen wir solche Menschen, die sich bei uns gut integriert haben, in der Gesellschaft, im Arbeitsmarkt einen Platz gefunden haben, die Steuern zahlen und auch für ihre Angehörigen ein gutes Vorbild sein werden, warum sollen wir die denn abschieben? Deswegen und damit komme ich zum Schluss.
glauben wir, wir sollten nicht noch mal herumstöpseln und zu willkürlichen, geriffenen Lösungen greifen. Wir brauchen ein Konzept, dafür brauchen wir Zeit. Und deswegen ist der Vorschlag der FDP um Welten besser als Ihr Vorschlag. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ulla Welpke von der Fraktion Die Linke.